Heute testen wir die YOLOBOX Pro. Man kann es gar nicht so richtig sagen. Auf jeden Fall fürs Streaming gedacht. Es ist keine reine Mischkonsole. Es kann noch viel mehr. Was das alles ist, das erfahrt ihr natürlich jetzt im Video. Dann schauen wir erstmal in den Karton. Schauen uns den Lieferumfang an. So, obendrauf hätten wir, denke mal, das ist Schutzhülle oder was ist Schutzhülle? Schutz fürs Display. Und dann hätten wir hier auch schon die YOLOBOX Pro. Auf der Unterseite, das dürfte ein ganz normales Stativgewinde sein. SD-Kartenfach, wofür das nutzen können, schauen wir dann später. SIM-Karte sollte sich von selbst erklären, also für Mobilfunk. Finde ich auf jeden Fall super praktisch, werde ich dann auch mal austesten. Das hier sollte der An-Ausschalter sein. Und hier auf der Oberseite seht ihr dann die ganzen Anschlüsse. Fangen wir mal hier auf der Seite an. Der USB-C-Anschluss oder Moment. So, wahrscheinlich jetzt könnt ihr auch die Beschriftung richtig rumlesen und ich muss es auch nicht über Kopf anschauen. So, dann fangen wir hier an. HDMI 1 bis 3 Input, dürfte sich selbst erklären. USB-Anschluss. Soweit ich das gelesen habe, könnt ihr hier zum Beispiel auch eine USB-Webcam anschließen. Mal gucken, ob es auch mit Audio-Interfaces funktioniert. LAN-Anschluss, ganz klar. Internet, also ich denke mal die stabilste Verbindung, die man irgendwie haben kann. Dann haben wir hier einen HDMI-Ausgang. Wenn ihr zum Beispiel das Ganze nochmal am großen Monitor oder sowas überprüfen wollt, Color Grading, denke ich mal, könnte man darüber auch besser machen. USB-Typ-C-Anschluss, soweit ich das gelesen habe, auch ein ganz normaler Anschluss für, ja, was auch immer ihr dann machen wollt. Dann Kopfhörer, klar fürs Audio-Monitoring. Hier zwei Eingänge, ein Mikrofon, einmal Line-Input. Das heißt, hier sollte man wahrscheinlich nur mit vorverstärkten Pegeln ran. Und dann hier nochmal USB-Typ-C mit so einem Ladesymbol. Das Ganze ist ja, wie gesagt, prinzipiell ein Tablet. Das heißt, ihr habt auch einen eingebauten Akku, wenn denn mal irgendwie Stromausfall ist oder so unterwegs. Also eigentlich ziemlich autark, einmal das LTE-Modem, einmal ein Akku, aber ihr könnt dann halt hier über USB-C nachladen. Ist natürlich auch praktisch, denn, sage ich mal, ihr könnt einfach euer Notebook-Netzteil oder so dann hierfür wahrscheinlich auch nutzen. Das war's schon, denn hier an den Seiten gibt es nichts weiter. Außen, ihr seht es jetzt nicht, aber es fühlt sich so ein bisschen gummiert an, die Rückseite auch. Also macht von der Verarbeitung auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und zum Thema USB-C-Eingang, hier auf der Rückseite nochmal 5 Volt, 3 Ampere, 9 Volt, 2 Ampere, 12 Volt, 1,5 Ampere. Das heißt so immer um die 15 bis 18 Watt. Das schaffen ja die meisten Netzteile. Wenn ihr ein passendes Netzteil übrigens sucht, schaut mal bei uns auf der Seite usbakku.guru vorbei. Hier ein kleiner User Guide. Hier auch noch ein ganz kleines Handbuch für die grundlegenden Funktionen, aber ich tippe mal, es wird sehr selbsterklärend sein. Dann hätten wir noch zwei Kabel: einmal USB Typ C auf C. So, jetzt stellt es scharf. Und direkt daneben einmal USB Typ A auf Typ C. Netzteil liegt nicht dabei, aber wie gesagt, USB-C-Netzteil hat wahrscheinlich eh jeder, also so gesehen weniger Elektroschrott. Das kriege ich jetzt gerade nicht so richtig schnell rausgefummelt. Sieht aber so aus wie eine Stativhalterung und hier auch noch ganz normaler Schraubenschlüssel und so ein SIM-Card-Lock. So, und jetzt ab in den Test. Dann schauen wir uns die YOLOBOX Pro doch mal an. Und wer sich jetzt fragt, wo ist sie denn? Ich arbeite gerade schon damit. Also wenn wir mal rüber wechseln, hallo, auf die Oberfläche, die ich jetzt parallel mit aufzeichne. Zwei Videoaufnahmen, konfus. Dann seht ihr hier das Interface. Ich mache das hier mal so, damit ich hier nicht dauernd von der Seite reinschaue. Aber ihr seht mich hier unten weiter noch in der Ansicht drin. Und seht dann erstmal den Homescreen. Wenn ihr später im Stream drin seid, könnt ihr ihn auch größer machen, um das hier zu sehen. Aber das schauen wir uns alles mal an, was ihr machen könnt. Erstmal gesagt, der Homescreen, wo die wichtigsten Dinge sind. Das heißt zum Beispiel hier unten bei Add Video Source kann ich dann weitere Videoquellen hinzufügen. Wir haben aktuell nur HDMI 1 angeschlossen, also da geht gerade nicht mehr. Deswegen ist gerade der Rest auch ausgegraut. Aber wenn ihr dann weitere Quellen dran habt, könnt ihr dann natürlich hier auch zwei weitere HDMI-Quellen ranschließen. USB hatte ich schon gesagt, Webcam funktioniert. SD-Card-Video,
Ich habe einen schon hinzugefügt, das ist hier einfach mal das Outtake-Video von vor 2 Jahren mittlerweile. Und kann man sich das zum Beispiel reinmachen, ist dann auch hier direkt daneben zu sehen, neben der HDMI-Quelle. Und hier auf der eher rechten Seite, wenn ich da mal drauf tippe, seht ihr hier verschiedene Möglichkeiten. Also Countdown-Timer, hattet ihr gerade schon, Image-Overlays. Wenn ich jetzt hier einfach mal auf die Karte gehe und sage, okay, möchte ein Foto haben, einmal auf Dann, ja, das Interface ist nicht perfekt, kann dann hier oben über die Skalierung noch sagen, er probiert es halt erstmal auf Vollbild zu machen, aber wenn ich jetzt sagen würde, hier irgendwie näher rein, leider verschieben kann man es noch nicht, aber vielleicht kommt sowas in Zukunft mal. Und dann habe ich mir einfach ein weiteres Foto hinzugefügt, könnte jetzt das hier als Background zum Beispiel nutzen. Oder wie ihr hier seht, auch Einblendung. Aber gehen wir mal auf das Thema Einblendung ein. Steht hier unter Lower Thirds. Was ihr machen könnt, ihr seht, ihr habt hier verschiedene Presets drin. Und das ist dann auch schon so die erste Sache, die mich hier wirklich dran nervt. Denn diese Preset-Liste könnt ihr leider nicht bearbeiten oder also was hinzufügen oder die Presets ändern. Also, wenn ich jetzt hier auf Please add a subtitle gehe, so, da bin ich dann auch wieder. Dann könnt ihr zum Beispiel sehen, hier an der Seite kann ich dann was hin und her schieben, ja, wo das denn zum Beispiel liegt. Ich kann hier auch alles Mögliche umstellen, also welche Farben hat das, welche Schriftarten werden dafür gewählt und so weiter und so fort. Das Problem ist, ich gehe hier mal wieder zurück und editiere mal die Einblendung. Hier habe ich das alles schon einmal für mich angepasst. Also welche Schriftart soll das sein? Welche Schriftgröße soll das sein? Welche Position soll das sein? Auch unsere, ich sag mal, Corporate Identity Farben habe ich mit reingepackt. Also dieses Rot und Blau, das ihr halt auch oft bei uns seht. So, und wenn ich jetzt eine neue Bauchbinde anlege, kann ich damit jetzt nicht weiterarbeiten. Ich muss jeden Schritt wiederholen. Ich muss es circa wieder auf die gleiche Position packen. Ich kann es halt nicht, es gibt kein Alignment oder so dafür, keine Tools. Ich muss wieder die Schriftgröße einstellen, für oben und unten wieder die Schriftarten einstellen. Ich muss wieder die Farben eintippen tatsächlich. Also wenn ich hier mal in den Editor reingehe und der Custom müsste dann hier tatsächlich diesen Hexcode dafür eingeben. Also es ist wahnsinnig umständlich irgendwie gemacht. Ich habe den Jungs und Mädels schon mitgeteilt, dass das auf jeden Fall eine Sache wäre, also wenigstens Farben anlegen zu können, damit man die nicht jedes Mal eintippt. Aber warum kann ich nicht einfach hier drauf gehen und sagen, keine Ahnung, Kopie davon erstellen oder wenn ich da drin beim Bearbeiten bin, warum kann ich es nicht als Preset hinzufügen? Wisst ihr, also ihr seht jetzt ja hier unten zum Beispiel Restore oder Reselect Template, aber da würde er es halt nur zurücksetzen. Warum kann ich nicht da einfach noch ein weiteres Template zum Beispiel hinzufügen? Kleine Dinge, kleine Sachen würden aber das Leben halt viel, viel einfacher damit machen. So, genug gemeckert. Unter Platforms seht ihr hier die nächste Möglichkeit oder die nächste Einstellung erstmal. Wenn ihr streamen wollt, entweder könnt ihr das über so einen Multistream-Dienst direkt machen oder ihr könnt hier auf eine Plattform streamen. Ihr könnt halt euren YouTube-Account hinzufügen oder Facebook, Twitch oder das hier unten, wo jetzt auch nochmal YouTube steht. Das ist halt dann einfach RTMP. P zum Beispiel. Audio Management, das ist jetzt auch nochmal ganz wichtig und spannend, meiner Meinung nach zumindest. Was habt ihr hier an Möglichkeiten? Ihr seht hier erstmal On-Off. Natürlich die Anschlüsse, die nicht benutzt sind, sind ausgegraut. SD-Card-Video ist gerade off. Also wenn ich jetzt auf das SD-Card-Video wechsle, sorry, da sind noch 2 Overlays drüber, dann seht ihr, das läuft, aber ihr hört nichts davon. Und jetzt war wieder Ton drin. Und jetzt wird der Ton wieder weg. Also ihr könnt das manuell ein- und ausstellen. Ihr seht, ihr habt auch eine Delay-Möglichkeit für die ganze Geschichte. So, gehen wir mal wieder zurück. Ihr könnt auch dieses AFV nutzen, das heißt Audio Follows Video, also der Ton folgt dem Videosignal. Wenn ich das aktiviere, dann switcht er automatisch auf die Tonspur des Videos, sobald ich das Video anmache. Ihr hört dann aber nichts mehr von mir. Also ich gehe jetzt mal rüber und sage nebenbei was. So grob 10% mehr als eine Sony Alpha 6400, damit ihr mal so. So, und ihr seht, erst jetzt könnt ihr mich wieder hören, dann geht das automatisch auf On. Ich mache es persönlich lieber immer aus, denn die meisten Streams bei uns sind von der Eigenschaft so gestaltet,
dass ihr ja in der Regel halt eine Hauptkamera habt, da ist dann auch der Ton dran und der soll dann auch eigentlich die ganze Zeit dabei bleiben, außer wenn man mal ein Video abspielt. Das kann man dann ja aktivieren oder nebenbei seinen eigenen Ton dann einmal kurz stumm schalten. Ich hätte gern noch ein paar mehr Möglichkeiten oder so einen kleinen Tweak, dass man sagt, okay, solange Kameras aktiv sind, dann bitte nur das. Und sobald ich ein Videofile abspiele, dann soll er nur das Videofile nehmen und den Rest stumm machen. Hätte so ein bisschen was eher von OBS, wo man Szenen einstellen kann, das geht nicht, aber vielleicht kommt es auch in Zukunft, schauen wir mal. Dann zurück Richtung Tablet. So. Noch eine super spannende Sache, die aber auch wieder so einen entscheidenden Haken hat. Und zwar, wenn ihr Fußballspiel übertragt oder irgendeine Art von Sport oder natürlich E-Sports, dann könnt ihr hier auch ja, so eine Art Tabelle einblenden. So, und machen wir das mal hier hin. Und sage jetzt hier, das passt, alles schick. Ihr seht hier super cool gemacht. Könnt ihr jetzt Tore zum Beispiel hinzufügen? Ihr könnt hier auch einen Counter hinzufügen und sagen, okay, das Ganze läuft jetzt 15 Minuten. Ach so, dann so. Und das Ganze soll runterzählen, deswegen also Countdown. So, soll jetzt starten, stoppen, was auch immer. Hätte ich das hier eingestellt. Sieht erstmal ganz cool aus. So, aber jetzt sagen wir, wir haben gerade eine Halbzeitpause. So, dann wollt ihr ja vielleicht nicht die ganze Zeit die Einblendung drin haben. Tippe ich jetzt zumindest mal. Dann würde man natürlich sagen, okay, Scoreboard Display, mache ich mal aus. So. Und ihr habt es ja gesehen, das war so also schön unten alles, wie ich mir das hingeschoben habe. Jetzt mache ich es wieder an. Oh, ist wieder oben. Was soll das denn? Ich habe es auch schon mitgeteilt, dass man sich bitte die Position merkt. Und was hier auch auf jeden Fall fehlt, ist irgendeine Hilfestellung für so ein Alignment, dass ich sage, okay, pass auf, ich will das jetzt zentriert haben. Ich will das oder ein Drittel, zwei Drittel, schon, was auch immer. Aber ich kann es hier nur irgendwie wild hin und her schieben und ich kann mir irgendwie vielleicht eine Hilfe basteln mit einem Hintergrundbild. Aber warum kann ich das nicht einfach mittig anpinnen? So, das sind ganz kleine Sachen, aber jeder, der das mal in der Praxis genutzt hat, müsste sofort sehen, das ist Schwachsinn, ja, so wie es aktuell implementiert ist. Ich habe es Ihnen im Dezember geschrieben, es gab bis heute kein Update, was das gefixt hat, aber es kommen sehr viele Updates. Also ich hoffe, dass es irgendwann gepatcht, gefixt wird. So, machen wir das Ding hier mal aus. Weiterhin Kommentare. Das kann ich euch leider gerade nicht zeigen, weil wir nicht im Stream drin sind. Aber sollte man jetzt direkt streamen über YouTube, Facebook, eine Plattform, wo das unterstützt wird oder halt Twitch, dann seht ihr die Kommentare davon. Ihr könnt sogar auf die Kommentare draufklicken und ich kann euch das hier oben mal zeigen. Könnt ihr dann euch irgendwas auswählen, irgendein Setting zum Beispiel dafür und ihr seht, ich könnte hier auch wieder ganz, ganz viele Einstellungen dazu machen und seht dann eben, wie das eingeblendet wird. Also wenn ich dann zum Beispiel im Stream einen Kommentar von euch hervorheben wollte, kann ich den halt einfach direkt im Stream reinhauen. Das ist schon sehr praktisch, setzt halt voraus, dass die Accounts miteinander verknüpft sind. So. Dann nochmal hinten in die Einstellung rein und hier könnt ihr dann nochmal so ziemlich alles konfigurieren. Also Switching Mode heißt, ob ihr jetzt mit ein oder mit zwei Klicks zwischen den Quellen wechselt, damit ihr das nicht versehentlich macht. SD-Card-Videogeschichten, da geht es darum, wenn ich jetzt da zurückwechsle, aktuell war es ja immer so, dass das von vorne anfängt, so habe ich es mir jetzt eingestellt. Ihr könnt aber auch sagen, dass es halt quasi pausiert und weitermacht, im Hintergrund weiterläuft, was auch immer. Program Out, da geht es um die Geschichte, die ihr gerade seht, weil wir nehmen das ja noch parallel mit auf, das Signal. Und ihr seht, ich kann entweder sagen, ich will halt den Programmausgang haben oder ich will halt einfach nochmal alles sehen können. So, dann hätten wir USB Type-C Out, könnt ihr auch nutzen, allerdings aktuell mit einer Einschränkung. Also ihr könnt das quasi wie eine Webcam, wird das in einem PC erkannt. Ihr seht, aktuell werden da keine Overlays, Background-Images und auch vor allem kein Ton unterstützt. Das soll aber demnächst kommen. Also dann könntet ihr quasi das anschließen und habt das dann wie eine native Webcam, also eine UVC-Webcam am PC, Mac, Linux, was auch immer. Und könntet dann sozusagen darüber das steuern und macht dann das eigentliche Streaming aber über den PC. Ob das jetzt mega sinnvoll ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber vielleicht oder als Nebenbeinutzung kann es irgendwie noch ganz spannend werden. Ich sage, aber Ton muss dafür auf jeden Fall noch kommen. Soll kommen. Video Source Transition, da geht es einfach um die Übergänge. Könnt ihr die Zeit einstellen und was ihr für Übergänge haben wollt, kann man sich raustoben. Streaming Mode, das meint ja auch schon so Single Plattform oder ihr eigener Multi-Streaming-Dienst. Video Output Mode, aktuell gehen wir über HDMI raus. Es wird aber auch DisplayPort unterstützt über den USB Type-C-Ausgang.
Encoder-Settings, da geht es jetzt um das Streaming, also Bitrate, Framerate und so weiter und so fort. Vor allem sehr schön, dass man hier auch wählen kann zwischen 24, 25 und 30 FPS. Das finde ich persönlich sehr nett. So, und Recording Limit, da geht es um die Aufzeichnung auf der SD-Karte. Denn ihr habt hier oben noch so einen kleinen Recording-Button und ich könnte jetzt auch parallel das Ganze nochmal auf einer SD-Karte aufzeichnen. Allerdings jetzt nicht den Bildschirm, den ihr gerade seht, sondern wirklich nur das reine Ausgangssignal. Aber es ist natürlich auch schön, einfach ein kleines Backup zum Beispiel nochmal zu haben. Und ja, es klappt tatsächlich auch, wenn ihr ein Video von der SD-Karte reinstreamt und parallel aufzeichnet. Also wenn die Karte das mitmacht, funktioniert es. Ich würde es mit Bedacht nutzen, aber an und für sich ist es in Ordnung. Kann man irgendwie machen. So, wir gehen dann nochmal einen Schritt zurück im Menü, damit wir das jetzt ja auch nochmal haben. Und schauen uns das hier einmal an. Das ist sozusagen eigentlich auch euer Hauptmenü, in das ihr reinkommt. Da habt ihr hier eure ganzen Streams. Das sollte auch mal Test statt Rest werden, aber sei es drum. Mit den ganzen, die ihr drin habt, könnt ihr einen neuen Stream starten oder einfach nur einen Monitoring-Mode. Dann seht ihr den Rest nicht. Was jetzt neu hinzugekommen ist, zum Glück, ihr könnt jetzt, upsala, das auch duplizieren, also einen vergangenen Stream, dann müsst ihr zumindest nicht jedes Mal neu die Einblendung anlegen und so weiter und so fort, sondern macht einfach mit eurem Preset weiter. Und es gibt noch ein paar ganz allgemeine Einstellungen, wo ihr dann zum Beispiel den Stream, die Streaming-Dienste verknüpfen könnt, wie ihr gerade seht hier bei YouTube, ihr könnt auch mehrere Konten anlegen. Und Netzwerksettings sind natürlich auch noch ganz spannend. Und hier seht ihr, es gibt insgesamt 3 Ethernet, sind wir gerade verbunden. Dann Hotspot Tethering, also ihr könnt das halt über Wi-Fi nutzen. Oder Mobile Network, das heißt, es wird hier sogar LTE unterstützt oder halt UMTS, also 3G. Super spannend. Wir haben es auch schon im letzten Livestream einmal ausprobiert und ich habe im Livestream das LAN-Kabel rausgezogen und es war vielleicht 1,5 Sekunden kurzer Abbruch und dann ging es wirklich fließend auf das LTE-Modem in dem Fall über. LAN-Kabel habe ich auch im Test mal wieder angesteckt, auch da wieder knapp Sekunde bis 2, vielleicht Mini-Unterbrechung. Und auch dann sofort weitergemacht wieder über das Kabel. Also das ist ziemlich robust. Man hat quasi eine Redundanz eingebaut. Das finde ich ein sehr, sehr praktisches, super wichtiges Feature auch. Aber ihr habt ja auch gemerkt, so ein paar Sachen fehlen einfach noch. Ich habe auch noch weitere Anmerkungen geschickt. Also neben den Sachen wie zum Beispiel, dass man sich selber Presets für die ganzen Bauchbinden, Einblendungen und so weiter anlegen kann und die projektübergreifend immer wieder benutzt oder eigene Template-Farben oder welche Schriftart möchte ich haben, sowas so Standards festzulegen. Sind es auch andere Geschichten, auch das Hinzufügen der Accounts aktuell ist gut gemacht, aber wenn ihr, wie ich, ein super langes Passwort habt, kann es noch ein bisschen unbequem sein, weil ihr das wirklich eintippen müsst. Es gibt keinen File-Manager oder so, wo man dann sich zum Beispiel einfach das Passwort mal reinkopiert oder eine Mail schicken könnte oder so, auch wenn es formell ein Android-Tablet ist. Aber ihr seid halt immer in dieser UI gefangen, also da kann man noch was machen. Ich hatte auch vorgeschlagen, dass man gerne noch irgendwelche Voice-over-IP oder Telefoniedienste hinzufügt oder Skype, sowas in die Richtung Zoom, Teams, was auch immer funktioniert. Denn dann könntet ihr halt auch noch einfach Leute mit reinschleusen, damit man dann auch, weiß nicht, zu zweit oder so mal einen Gast und so mit reinschalten kann. Das könnte man aktuell halt nur super umständlich machen, indem man halt irgendwie noch einen Monitor spiegelt und den dann damit draufschickt. Aber ich bräuchte halt noch ein Notebook dazu. Und ihr merkt, ist halt irgendwie alles ungünstig oder umständlich. Also da kann man sicherlich noch viel machen. Das Schöne ist, YOLO Live, die Firma dahinter, ist sehr aktiv. Also allein dieses Jahr kamen jetzt 2 größere Updates, letztes Jahr schon viele Firmware-Updates und Software-Updates. Also sie machen sehr viel dafür und da es ein Android-Tablet ist mit relativ starkem Prozessor, sind auch viele Möglichkeiten da und ich hoffe, da wird in Zukunft noch das ein oder andere mit reinkommen. Was haltet ihr davon von der YOLO Box Pro? Ich persönlich finde es zum Stream extrem spannend. Einziger Haken, das ist tatsächlich der Preis. Da sind wir schon knapp im 4-stelligen Bereich angekommen, so ein bisschen über 1000 Euro. Es gibt noch die bisschen ältere Version ohne Pro. Aber es ist schon ganz schön happig. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung, Kommentare unten rein und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.